Hallo und herzlich willkommen zu Leighton vs. Ace Attorney mit Marc, mit mir und wir sind hier heute beim allerletzten Stream, endgültig letzte Aufnahme, in der wir das Spiel endlich mal zu einem Ende bringen. Also, ich muss dir da wirklich mal bei der Gelegenheit zwei Sachen sagen. Erstens glaube ich nicht, dass das die letzte Aufnahme wird, aber zweitens wollte ich dir einfach mal sagen, wie toll es mit dir war, die ganzen letzten Jahre. Ich weiß, aus meinem Munde klingt das unglaubwürdig, aber ich fand es einfach schön. Wir sind uns auch so nahe gekommen, auch so intim geworden über die Jahre hinweg und was wir alles miteinander erlebt haben. Wir sind durch dick und noch dicker gegangen. Es fühlt sich schon fast an wie eine Familie und die Streams immer und die Aufnahmen. Und es war einfach toll und es fühlt sich einfach schön an und ich bin froh, dass du mir die ganzen Jahre treu geblieben bist. Also, also was das angeht, Moment, kleinen Moment. Na, hör mal! Hier. Und tschüss. Nein. Ja, also, Früher durfte ich das machen. Ohne Geld. Ja. Keine Sorge, du darfst es auch weiter ohne Geld machen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, Tendocast. Yay! Und außerdem... Was? Ist schon wieder weg? Hallo, bist du noch da? Nein, ich bin noch da. Yeah, ja! Ich bin noch da. Und Akane ist auch dabei. Rede war so rührend. Oh mein Gott. Es war so süß, ich möchte richtig kotzen. So, wir sind heute also in großer Runde, das heißt, wir werden es definitiv nicht schaffen. Ja. Wir brauchen jetzt viermal so lang. Ja. Alleine schon, weil ich den Intro-Gig am Anfang versemmelt habe. Oder weil wir fast eine Stunde zu spät gestartet haben. Ja, das auch. Such dir einen Grund aus, warum du fehlerhaft bist heute. Oh. Einen? Das ist echt schwierig. Was ist denn dein Lieblingsgrund für dein Versagen? Technische Probleme. Achso. Okay, machen wir mal lieber gleich weiter. Schmeiß die Zehner durch den Club und schrei, wow! Oh, voll nicht in die Kamera. Oh. Nochmal! Vor allem, das ist mein Privatgeld. Ich bezahle dich mit deinem eigenen Geld. Ja, das ist super. Ja, weißt du, habe ich ihn vorher abgezogen für die Dienstleistungen, die er wirklich erbracht hat? Ja. Ich bin sowas wie sein... Also, aber da eins muss... Diese Sache mit dem Tutor und dem Skateboard, was sollte das? Also, mir hat's Spaß gemacht. Ja, aber... Hat er in einem Tutor über eine Schlucht gerutscht? Nee, das war ganz... Und irgendwie war dann auch noch diese Grundschulklasse. Ja. Und dann habe ich es irgendwie nicht mehr... Ich meine, die haben ja auch geweint. Ja, das ist der Kick daran, weißt du? Also... Oh, Kindertränen! Jetzt wisst ihr auch, warum er so selten Zeit zum Streamen hat. Und ich möchte es jetzt mal ganz offiziell sagen, obwohl ich mir eigentlich geschworen habe, zu dem Thema nie ein Wort zu verlieren. Ich habe keine Ahnung, was er da mal meint, wenn er das sagt, aber er sagt das öfter. Und ich wollte nie drauf anspringen. Du musst sehr viel getrunken haben an diesem Tag. Eine Frage, müsste ich einen Sound hören? Du müsstest eigentlich, welchen Sound? Vom Spiel? Hä, dafür hatten wir einen Sound? Ja, eigentlich schon. Ich keinen. Sound freigeben, oh ja, jetzt. Ich auch nicht. Jetzt aber. Jetzt ist gerade wahrscheinlich kein. Kapitel 9, die Inquisitoren. Hä, dafür haben wir keinen Sound? Jetzt müssen wir die Rollen neu verteilen. Also, ich weiß nicht. Ich finde, der Richter ist so ein toller Red White. Ich soll den Richter sprechen wie Red White? Warum nicht? Probier mal. Das Gericht verhandelt nun einen weiteren Fall. Doch, das Gericht muss zugeben, dass es von den jüngsten Ereignissen gelinde gesagt überrascht ist. Frau Dorne, noch einmal im Zeugenstand zu sehen. Offen gesagt, das Gericht traut seinen Augen nicht. Mhm. Ja, sie war ja eigentlich schon Hobbs. Mops. Sie war Mops gegangen. Weißt du, sie ist auf einmal so aufgebläht gewesen.
Ihr wurdet auf jeden Fall als Hexe entlarvt und in die Flammen gestoßen, auf das ihr geläutert werdet. Auf das ihr erläutert werdet? Da das stimmt! Ich war dort, ich sah es! Sie wurde mit Gewissen... Spiel den selben Song nochmal! Okay, den selben Song nochmal! Oder den selben Song. Das ist der Mario! Macht den Mario Swing! Die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab! Das ist noch zu wenig Geld, was ich genommen habe. Ihr kannst mir ja noch mehr vorschussen. Du hast halt schon genug vor mich geschossen. So, weiter. Aber wie kannst du daneben sein? Das ist der ursprüngliche Richter gewesen, der sitzt jetzt im Publikum. Das ist ein Rentner gegangen. Ja, weil es dem alten Richter zu lang wurde und man einen neuen finden musste. Ja, solange wie wir das schon machen, ist das kein Wunder. Richtig. So, jetzt mal AKD, die nächste. Bin ich dran? Ja, mach einfach mal. Du bist schon wieder weg. Bei mir hängt das gerade mega. Nein, ich bin noch da, aber bei mir hängt das gerade. Ich habe immer noch deine Antwort. Ja, bei mir auch. Ach so. Nee, dann... Oh. Soll ich so lange ja, mach. Ist das, weil sie eine Hexe ist? Können Hexen nicht sterben? Nein! Keiner macht nur. Aber gleiche Idee. Nein! Sie muss sie nicht ausgewirkt haben und genau im richtigen Moment entwischt sein. Ich sage, werft sie sofort ins Feuer. Wir erledigen das auch selbst, wenn es sein muss. Was ist teuer? ja, wen lassen wir jetzt Gloria sprechen? Stream. Der Stream spricht, was? Nee, der Stream-Chat spricht Gloria. Zu der heftigen Gloria kann ich das nicht machen. Das ist richtig. Ja. Im Zweifel? Na, dann mach ich sie halt wieder. Oder du, gut. Im Zweifel was? Was sonst für dich? Oh, versuch mal. Genug. Eine Hexe muss im Besitz einer Talea Magica sein, um Magie wirken zu können. Na, ich mag dann lieber meine. Also, ich will nicht sagen, dass meine gut ist, aber deine ist scheiße. Mag mit Emmys Stimme. Was, ich? Ja. Genug. Eine Hexe muss im Besitz der Talea Magica sein, um Magie wirken zu können. Aber jetzt ist eigentlich, also... Ach nee, warte mal, es ist noch Gloria. Es ist ja nur, es wird nur auf Bella Lass gezeigt. Lass doch den Stream abstimmen, wer Gloria sprechen soll. Ja. Ja, ist geschehen. Also, Marc mit Emmy-Stimme. Ja, gut. Ich bedauere es, euch alle enttäuschen zu müssen, doch seht ihr so etwas an dieser Person wohl nicht. Aber sie muss doch. Dieses Mädchen muss wieder ausgewirkt haben. Das müsst ihr doch ebenfalls eingestehen, Großinquisitorin. Great Inquisitorin. Oh Gott. Make Inquisitors great again. Nicht gigantomanisch? Ja, gigantomanic. Ach scheiße, mein Handy liegt neben dem Mikro, das ist auch blöd. So. Wie die auslässt, lediglich eine Person aus unserem Sichtfeld verschwinden. Die Person selbst verschwindet nicht. Und zudem... Zudem kam eine Untersuchung der Ritter, der Inquisition, zu dem Schluss, dass dieses Mädchen keinerlei Magie wirken kann. Du kannst nix! Schenkt den Worten des Gerichts Aufmerksamkeit, Frau Belladonna! Eure pure Existenz gefährdet den Peace in Labyrinthia! Doch angesichts der momentanen Situation ist es unerlässlich, dass ihr in diesem Card aussagt, was ihr sagt. At once. Das wird nicht nötig sein. Was? Say what? Dieses Mädchen wurde bereits verurteilt und ihrer gerechten Strafe als Hexe zugeführt. Was? Wie lebt er noch? Seid ihr alle bescheuert? Ja, tötet sie richtig. Phoenix ist ja auch noch da. Aber sie wurde gefunden, als sie sich am Tatort versteckte. Am Sonntagabend um 20.05 Uhr.
steht das. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Aber wir haben Sonntag um 10 Uhr. Hast du was, worauf du dich freuen kannst? Ich behaupte mal, dass sie das zu einer wichtigen Zeugin macht. Eine Zeugin, deren Aussage wir nicht ignorieren dürfen. Oh, also ich würde sie schon gerne ignorieren, dann habe ich früher Feierabend. Dann kriege ich meine Lunchbox. Gross Inquisitorin Gloria. Das Gericht bedauert es, aber your objection wird nicht stattgegeben. Ihr wollt also fortfahren? Na gut. Wohin denn? Oder, nee, die Lunchbox. In den Urlaub. Also, schauen wir doch mal, wie viel dieses Mädchen im Gericht preisgibt. Es gibt keinen Zweifel, Frau Dorna muss durch die Passage unter der Kammer der Flammen entkommen sein. Obwohl. Siehst du da immer deinen Kehlkopf raus oder was machst du da? Ja, ich versuch den. Hat spontan Hunger auf Adamsapfel. Wie es aussieht, hat der Richter keinen blassen Schimmer, dass es diesen Fluchtweg überhaupt gibt. Von was hat er überhaupt einen Schimmer? Nein, der ist ja neu eingesetzt worden. So. Der weiß noch gar nichts. Ja, das klingt plausibel. So, Akane, siehst du's? Warte, es lädt gerade. Ich wünschte, sie würde es sehen. Ja, jetzt, ich hab's jetzt vor mir. Ich wünschte, es würde, scharf bitte, danke. Ich wünschte, es würde es endlich schaffen. Ich muss diesen Helm unbedingt mal abnehmen. Mein Schädel juckt so richtig. Tut mir leid, Maya. Nimm ihn jetzt ab und wir sind quasi erledigt. Du musst es noch ein Weilchen aushalten. Oh, Menno! Oh. Wolan! Witness! Beginn mit your testimony! Erklärt dem Gericht, wie ihr heute vor uns standen könnt und warum ihr euch am Place des Verbrechens versteckt habt. Was? Liniert oder kariert? Hauptsache mit Sandwich drauf. Kennt es noch einer, das Heft? Ja, das hatte ich! Ja. Wer war denn Bella? Na, Bella Donna. Achso, nee, Bella Donna. Nein, das weiß ich auch. Depp, wer spricht? Also eigentlich wäre ich es ja gewesen, aber Akane soll ja. Ja, und wer ist Edward? Warum ist der besser als dieser Jacob? Nee, der Glitzernde. Ich find's nicht. Wobei ich heute auch schon wieder so überbelichtet bin. Im Gegensatz zu euch. Ja, wir sind unterbelichtet, richtig. Ja. Akane? Ich bin überhaupt nicht belichtet. Weil... Hast du denn den Text vor dir? Wie ihr immer Angst habt, dass ich weg bin. Dann lies doch! Naja, es ist auch nicht ganz unbegründet, diese Angst. Ja, das stimmt. Kurz überlegen, wie ich die spreche. Ich kenne jede Donna nicht, von der ihr stets sprecht. Ich komme aus dem Burgitzwald. Oh, mein Hals. Ja, frag mal mich, ich saß die ganze Zeit unter dem Schreibtisch. Naja. Nee. Soll ich nochmal aufs Bett rüber schwingen und schwenken und die Musik anmachen? Nein. Hast du nicht dieses tolle Rotlicht am Bett gehabt oder ist es wieder weg? Ja. Das ist doch da. Tu es nicht. Nein, ich tu es nicht. Das behalten wir. Der Knight Rider. Heißt das Knight Rider, weil alle neidisch auf ihn sind? Ja. Während ich ride. Ich dachte, Knight Rider heißt jetzt Knight Tricks. Sonst ändert sich nichts. So, wie sieht's aus mit dem nächsten Satz? Ja, Mensch. Wow. Mensch. Ich kam in diese Stadt, um den Feuerdrachen zu besiegen und den Schöpfer zu ermorden. Oh, mein Hals.
Als es regnete, warte ich nahe der des Glockenturms, direkt neben der Wache, auf meine Chance.